Was spricht eigentlich gegen das Radfahren? Es ist vernünftig, jeder versteht es. Es ist leicht, du bist doch kein Autofahrer. Du kannst es begreifen, es ist gut für dich, erkundige dich danach. Die Dummköpfe nennen es dumm und die Schmutzigen nennen es schmutzig. Es ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Autofahrer nennen es ein Verbrechen. Aber wir wissen, es ist das Ende der Verbrechen. Es ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Es ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Es ist das Einfache, das leicht zu machen ist.